So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Stream-Session mit mir, dem Illy und Elix. Willkommen zurück. Jax und Ray sind immer noch in Taba unterwegs, im Foyer. Wir haben in der letzten Folge die linke Hälfte der Basis erkundet. Und jetzt werden wir uns die rechte Seite vorknöpfen, um mal zu gucken, was da so Schönes ist. Vorher möchte ich eine Sache noch überprüfen, denn ich würde sehr, sehr gerne eine zweite Einhandwaffe anlegen. Weiß aber nicht, ob es geht. Ich habe es nie wirklich ausprobiert, glaube ich. Wir haben einen zweiten Kettensäbel. Aussieht, geht das gar nicht, dass man noch ein ist doch. Es geht nicht. Okay, müssen wir doch so rumlaufen. Kann keine zwei Einhandwaffen tragen, das ist ein bisschen nervig. Ach, mit Wyatt haben wir schon gesprochen. Rays Steckbrief ist mit Big W unterschrieben. W wie Wyatt. Klingt ja großartig. Ist dir das ganz alleine eingefallen? Ha, du glaubst echt, ich hätte den Steckbrief geschrieben? Du hast doch keine Ahnung, Mann. Verschwinde endlich! Und wie soll ich ohne Zähne kauen? Gar nicht. Steck dir dein Fressen einfach hinten rein. Vielleicht kommt vorne dann endlich mal etwas Brauchbares heraus. Vielleicht sollten wir beide mal in die Arena. Ja, lass stecken. Wird schon schief gehen. Ja. Ich will das einfach nicht glauben. Geht's da auf die andere Seite oder? Ach nee. Nun gut. Welche schon? Nee, kann ja gar nicht sein. Fake. Dein Gesicht kenne ich nicht. Hältst du zu Baxter oder Logan? Wer ist Baxter? Du bist wirklich nicht von hier, was? Baxter, der Blutige. Er hat dieses Lager hier gegründet. Man sagt, er habe über ein Dutzend Schakale mit bloßen Händen getötet. Hat ihnen ihre Innereien durch den Hals gezogen und ist dann geflohen. Geflohen? Na, vor dem Duke. Er hat ihn aus dem Fort hier vertrieben, als er die Macht übernommen hat. Er hat ihm auch die Schakale auf den Hals gehetzt, sagt man. Aber was davon stimmt und was nicht, musst du für dich entscheiden. Wer ist Logan? Du weißt nicht, wer Logan ist? So heißt der Duke. Du hast doch nicht geglaubt, dass der Duke wirklich nur der Duke heißt, oder? Zu niemandem. Ich bin Berserker. Hätte ich mir eigentlich auch denken können.
Du siehst schon aus wie so eine verdammte Waldnymphe. Nichts gegen dich. Also, was möchtest du? Erzähl mir mehr über Baxter. Niemand weiß, wo er ist. Er ist überall. Hat überall seine Ohren und überall seine Männer. Wenn du dem Blutigen begegnest, solltest du um dein Leben fürchten. Wenn er dich finden will, dann findet er dich auch. Du wärst gut beraten, nicht mehr über ihn herausfinden zu wollen. Klingt das sehr mysteriös. Erzähl mir mehr über den Duke. Er ist jetzt der Boss von's Ganze und ein ziemlich harter Hund. Du solltest ihm nicht krumm kommen. Apropos, dem Duke krumm kommen. Ich hätte da etwas, wofür ich jemanden wie dich brauchen könnte. Na, da sind wir doch im Geschäft, Kollege. Jemanden wie mich? Naja, du weißt schon, jemanden, der dem Duke nichts schuldet. Pass auf, ich erklär's dir. Der Duke hat ein Waffenlager, in dem er unter anderem eine Menge Granaten lagert. Und ich verkaufe Granaten. Mein Problem ist, dass er genug Granaten dort lagert, um die Preise kontrollieren zu können. Wenn er sich entschließt, mehr zu verkaufen als ich, dann fallen die Preise plötzlich. Wie war das mit Komm dem Duke nicht krumm? Hey, wenn du die Granatenkisten nicht für mich klauen willst, musst du das nicht machen, okay? Ich zwinge dich zu nichts. Aber nur für den Fall, dass du es doch machen willst, sag mir Bescheid. Komm, lass erst mal handeln, Kollege. Handel mit mir. Was hast du so Schönes? Was ist ja auch nur Kacke, ey. Kann ich lassen. Jetzt mal Granaten, Sprenggranaten. Mehr hast du nicht? Mann, arme Sau. Wegen deiner Granatenkisten. Hast du dir überlegt, ob du sie für mich klauen willst? Ich werde sehen, was ich tun kann. Gute Entscheidung. Also, bring mir die drei Kisten und dann kannst du dir deine Belohnung aussuchen. Alles klar? Klar. Man kann hier immer, hat immer eine Möglichkeit, sich die Belohnung auszusuchen. Finde ich ganz cool. Was für ein Drecksloch sind wir jetzt? Ich hab voll Bock, Mad Max nochmal anzuschauen. Komm mal. Nein. Du hast hier keine zu kluge Entscheidung. Das hat er gleich ausgeflippt, der Kollege. Hinten war ja nichts mehr, ne? Die alle ihre Sachen hin. Puh.
Wo ist das? Hier. Werbeheft. Das finde ich ganz unten irgendwo sein bei W. Werbeheft da draußen. Das Karieshörnchen mag besonders dreckige Zähne. In ihnen nistet es sich mit Vorliebe ein. Es beginnt Vorräte zu sammeln und sich Zahn einzulagern. Je mehr es ansammelt, desto größer wird der Druck auf dem Zahn. Es beginnt mit einem leichten Pochen, das irgendwann zu einem unerträglichen Schmerz wird. Dann ist es schon zu spät und der Zahn muss gezogen werden. Deshalb benutzen wir auch immer die Helix-betriebene Vibrationszahnbürste X3000. Ach, Moment mal, Karieshörnchen, das ist natürlich ein Karieshörnchen. Oh Mann, geht natürlich um Karies. Gottes Willen. Ich hab tatsächlich gedacht, es geht um ein Tier. Oh Mann. Du musst mit der Kameraeinstellung. Spar dir das Geschleiche, wenn du keinen Ärger willst. Ach so, hat das Ray gesagt. Doch wieder auf die andere Seite, oder? Könnte ich zumindest mal noch gucken gehen. Doc's Bodyguard. Hümpf dich selber. Alles klar, schon verstanden. Doc. Ich bin der Doc. Du bist hier, um Stoff zu kaufen, richtig? Oder bist du etwas wegen etwas anderem hier? Okay. Du verkaufst Stoff? Ja, richtig. Alles, was du brauchst. Alkohol, Stims in jeder Geschmacksrichtung. Oder suchst du vielleicht den besonderen Kick? Der alte Doc kann dir alles besorgen. Wenn deine Venen jucken, ist er dein Mann. Du hast wohl zu viel von deinem Stoff gekostet. Ich nehme nichts von meinen Stims. Der alte Doc ist Händler, kein Kunde. Das glaubt dir doch nur ein Toter. Ich sage die Wahrheit. Der alte Doc sagt immer die Wahrheit. Es gab eine Zeit, in der war der alte Doc normal. Ich hatte einen Unfall. Als die Outlaws wollten, dass ich mit Stims experimentiere, sagen wir einfach, es gab einen Unfall. Es war das letzte Mal, dass ich versucht habe, Stim-Konzentrate herzustellen. Oder sie pur zu nehmen. Ein Gutes hat es allerdings. Ich werde nie wieder Stims brauchen. Warum nennt man dich Doc? Ist das nicht offensichtlich? Nein. Ich bin der beste Mischer hier. Sag mir, was du brauchst und ich verarzte dich. Natürlich nur gegen ein kleines Entgelt. Was hast du anzubieten? Im Moment nichts. Ich wurde beklaut. Was wurde dir geklaut? Alles. Der gesamte Vorrat. Weg. Einfach weg. Alles weg. Puff. Aber du könntest mir helfen. Wenn du etwas bei mir kaufen willst, dann musst du den Dieb finden. Finde ihn. Finde den Dieb. Er möchte ich an der Klatsche. Weißt du, wer dich beklaut hat? Nein, keine Ahnung. Ich war nur kurz weg. Etwas erledigen.
Jetzt muss der alte Doc erstmal wieder genug Stoff herstellen, bevor er euch wieder beliefern kann. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Geh zu den Damen. Die Damen wissen alles. Cindy weiß am meisten, da bin ich mir sicher. Frag sie. Sie wissen viel, sehen viel, hören viel. Geh zu ihnen und frag sie. Frag sie gut aus. Möglich, dass sie den Dieb kennen? Das kann ich bestätigen. Die Ladies sind nicht gerade auf den Kopf gefallen. Okay, er ist also beklaut worden. Und hat sonst mächtig einen an der Waffe. Hier muss ich nicht mehr hin, ne? Obwohl, es gehört noch zum Teil dazu. Habe ich mit Red schon gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Ah. Ich glaube, bevor wir das anfangen, werde ich mich noch ein bisschen umsehen und dann werden wir uns ins Eingemachte machen. So, gucken wir mal hier, da hinten ist noch irgendwas. Ich glaube, hier in der Mitte habe ich jetzt alles abgegrast. Hier hinten glaube ich noch nicht. Wir müssen ja jetzt erstmal alles kennenlernen hier. Nee, ich möchte erstmal zurück. War ich da schon drin? Ich bin nicht gut genug. Ihr wisst, was ich jetzt sagen wollen würde. Ja, den klau ich doch das Fleisch. Den Köter, den. Ja, da kenn ich nix. Gott, die Bauern sind echt. Der Wahnsinn. Gun. Ah, der Neue im Vor. Habe mir schon gedacht, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Auch wenn du echt Eier haben musst. Ungewöhnlich, dass ausgerechnet ein Berserker einen Fuß hier hinsetzt. Aber lass dich willkommen heißen. Bei den ganzen Arschgeigen hier sind ein paar warme Worte sicher erfrischend. Bist du zu jedem Neuen so freundlich? Nein, aber du erwischst mich an einem guten Tag. Bin vor kurzem zum Schlechter ernannt worden und das geht einher mit allerlei Annehmlichkeiten. Die da wären? Du ziehst die Leute ab, anstatt abgezogen zu werden. Außerdem ist es leichter, Verbindungen zu knüpfen, die dir lukrative Jobs einbringen. Und zu guter Letzt vertraut dir der Duke mehr, als er es sonst tun würde. Wenn du dir also Respekt verschaffen willst, mach es wie ich und kämpf in der Arena. Wie kann ich schnell ein paar Splitter verdienen? Das kommt ganz darauf an, wie viel du investieren willst. Ich will etwas verdienen, nicht ausgeben. Wenn du bei mir deine Splitter anlegst, wird es sich für dich bezahlt machen. Vergiss nicht, ohne Splitter landest du bald in der Gosse bei den Junkies. Also, wie viel Splitter machst du locker für ein paar gute Tipps? Kann einen Batzen Splitter geben, großen Splitter. Ja, komm hier. Hier, jetzt will ich aber auch was hören hier. Das sollte reichen. Naja, viel ist es nicht gerade. Aber lass mich mal überlegen, was dir weiterhelfen könnte. Hast du Ike schon zum Arena-Kampf herausgefordert? Nein. Dann hör gut zu. Der Typ ist total durch. Zieht sich jeden Mist rein und genau das ist seine Schwachstelle. Füll ihn vor dem Kampf mit Alkohol ab und überrede ihn dazu, dass er sich einen Schuss setzt. Dann solltest du leichtes Spiel mit ihm in der Arena haben. Aber Achtung, verpasst er sich eine Überdosis und krepiert, lässt Big Jim nix springen. Und weiter? Was hältst du davon, dich auf Kosten anderer zu bereichern?
ja. Solange ich einen Nutzen daraus ziehen kann, ist es mir egal. Dann wirst du sehr zufrieden sein mit dem, was ich dir nun anbiete. Ich kenne ein paar überbezahlte Leute, die sich in der Vergangenheit wenig solidarisch verhalten haben. Sie mussten keine Splitter für ihre Verstöße abdrücken. Und umso mehr haben wir ehrliche Leute geblutet. Und wie soll mir das jetzt helfen? Weil ich hier ihre Schuldscheine habe und du sie damit abkochen kannst. Wedel einfach vor ihrer Nase damit und sag ihnen, dass ihre Frist abgelaufen ist. Oder aber du verkaufst sie an einen Händler. Bringt sicher auch ein paar Splitter ein. Cindy, Hanks und X. Ach du Scheiße. Okay.